Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Sabotage auf der Karte Palast des Administrators. Wir starten direkt ins Geschehen, denn es hat schon angefangen, es läuft schon eine ganze Weile. Ah, wir haben die Helden schon verpasst, wie es scheint. Denn Nien Nump ist schon am Start und Skywalker auch. Das ist blöd, denn ich brauche noch ein paar Heldenpunkte. Also ein paar Kills als Held. Und nee, Punkte brauche ich, was mit Kills gleichzusetzen ist, mehr oder weniger. Und vor allen Dingen auch, deaktivieren von Generatoren, was als Rebell aber jetzt eh nicht möglich wäre. Sind unterwegs mit dem E11 Blaster Gewehr und dem Störungs-Upgrade. Ist der Typ tot? Der ist nicht tot, oder? Oh, ich wusste es, dass ich gleich in den Rücken bekomme. Ich hasse aber auch dieses verkrüppelte Disruptor-Gewehr, deswegen wollte ich es jetzt einfach loswerden. Das Einsatzziel wurde scharf gemacht. Ich wollte es einfach irgendwo hinschießen. Hauptsache, ich bin es los. Ich hasse es einfach. Wir sind unterwegs mit der Scout-Pistole auch wieder, denn damit brauche ich auch immer noch 8 Kills, glaube ich. 15 Kills insgesamt, 8 sind verblieben. Dann haben wir auch wieder eine neue Sternkarte freigeschaltet, denn die Kills mit dem DL-18 oder wie es heißt, habe ich natürlich direkt geschafft. Schieß mal da hinten hin. Mir war klar, dass ich sowieso nichts treffen werde. Das ist eigentlich immer so. Denn ich hasse dieses Kackgewehr. Okay. Lando ist da hinten ganz schön am Rasieren. Oh, der hat nicht mit mir gerechnet. Die laufen alle da hoch. Wieso laufen die alle da hoch? Von da oben kann man jetzt auch nicht wirklich besser umziehen, finde ich. Keine Ahnung. Na ja, okay, es ist wahrscheinlich besser, als hier unten reinzukommen, einfach in den Raum. Aber so wirklich das Allheilmittel ist es jetzt auch nicht. Okay, wir müssen jetzt den Exfiltrationspunkt verteidigen. Kein Problem. Mache ich doch. Da hinten sind auf jeden Fall schon die Sturmtruppen. Oh, das ist einer von mir. Aber du nicht! Oh, die Scout-Pistole rausholen und dann einen vielleicht umziehen. Oh, da hinten wird ordentlich rasiert. Ich glaube, das ist Lando. Der hat da alle umgezogen. Wenn sie schlau sind, kommen die nicht mehr da lang. So, gehen wir mal hier lang. Von wo kommen die denn? Ich kenne mich hier gerade gar nicht so gut aus. Das ist auf jeden Fall eine Granate von einem von uns. Da kann ich durchlaufen. Nein. Das ist halt das Dumme an der Scout-Pistole, ne? Entweder man trifft oder man trifft nicht. Und wenn man nicht trifft, ist es meistens auch sehr schnell um einen geschehen. Das war gerade echt Glück, dass ich da noch getroffen habe. Aber wie schnell die nachlädt, ne? Das ist so krank, wie oft man die benutzen kann. Ich sollte aber vielleicht mal wirklich mich darum kümmern, dass ich hinten verteidige. Oha, weg da, die Oxus-Granate. Ich gehe mal zum Verteidigungspunkt hinten. Krieg ich auch ein paar Bonuspunkte. Den hätte ich auch mit der Scout-Pistole machen können. Wieso piept das Ding denn so? Wo sind denn da Gegner? Scout-Pistole. Sehr schön. Oh, da laufe ich durch die Dioxis-Granate. Das ist nicht so schlau. Nien Nump, geh mal weg da. Nien Nums Geschütz ist voll am Regulieren. So, ich gehe mal raus, gucken. Gucken, was Sache ist. Jetzt kommen sie von da hinten alle. Kann ich mit der Scout-Pistole auf die Distanz? Nein. War ein Versuch wert. Oh, Dengar. Komm schon, da war doch einer. Da war doch einer von den Imperialen.
Trau dich doch mal rein, Junge. Oh, der hat auf jeden Fall die Bagdad-Granate aktiv gehabt. Oh, jetzt kommt hier Vader und der Imperator. Ah, oh, er hat mich der Imperator gebrutzelt. Aber ich habe noch ordentlich Schaden angerichtet, vor allen Dingen an Vader. Vielleicht war ich sogar derjenige, der ihn gekillt hat, ich bin mir nicht ganz sicher. So, zweifacher Verlust jetzt. 1 Minute 30 müssen wir das noch halten. Das heißt, wir müssen jetzt einmal reindrücken mit unseren Helden. Die gegnerischen Helden sind, glaube ich, alle schon down. Das heißt, es sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Der saß richtig gut. Wir müssen da einmal reindrücken, dann wäre es halb so wild. Merkmal Stufe 3. Thermaldetonator rein. Nehmen wir mal die Scout-Pistole raus. Zack, einen getroffen. Da werde ich von irgendwo gehittet. Oh Gott. Was für ein Stress. Aber wir haben es verteidigt. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das können wir halten. Jetzt sind wir nämlich wieder hier drin. Und wenn man einmal hier drin ist, sieht es ganz gut aus. Dann kann man es eigentlich recht gut halten. Weil die Gegner haben jetzt keine Helden mehr. Ohne Held hier reinzukommen, wird sehr schwer. Mist. Hätte ich mir sparen können. So, wie sieht's aus? Da hinten ist auf jeden Fall einer. Der ist, glaube ich, tot oder in Deckung gegangen. Eins von beiden. Jetzt kommt wieder einer angesprungen. Ach, das war zu weit für meine Scout-Pistole. Hier ist einer ganz nah, da hinten. Okay, der ist down. Sieg! Liebe Leute, mit der Scout-Pistole haben wir nicht so viel gerissen, aber wir haben einiges umgezogen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.